So, schönen guten Abend, liebe Weinfreunde. Was habe ich denn heute mitgebracht? Ich habe heute mitgebracht vom Weingut Philipp Kuhn. Das ist in Laumersheim in der Pfalz. Den 2017er Laumersheimer Kapellenberg. Den Riesling, das ist ein erstes Gewächs. Ja, von 2017. Schauen wir mal. Philipp Kuhn, das wissen ja viele, der war lange, lange, lange Jahre sehr, sehr bekannt für seine Rotweine. Er hat dieses Jahr zum Beispiel 2020 Riesling Champion gewonnen mit seinen Top-Gewächsen, mit dem schwarzen Herrgott, großen Gewächs, mit dem Saumagen und mit dem Laumersheimer Kirschberg. So, jetzt probieren wir aber mal den Kapellenberg. Schon ins Glas, das ist ja richtig, richtig goldgelbe Farbe. Da merkt man schon, der Weinberg hat Substanz, ist auch einer von den wärmeren Weinbergen von ihm und die alten Reben, da kommt auch richtig Substanz dann aus dem Boden raus. Das riecht man auch im Wein. Also das ist das ganze Potpourri an Südfrüchten, Papaya, Mango, auch schon getrocknete Früchte dabei, also so ein bisschen kandierte Aprikose, Limettenschale, dann auch so ein bisschen übergehend ins Kräutrige, also gedämpftes Bananenblatt. Ich würde sagen, ein wunderbarer Partner auch für die asiatische Küche, so ein gelbes Curry aus Thailand, könnte ich mir super gut dazu vorstellen. Aber auch so chinesische Küche, wunderbar. Boah, aber das ist natürlich viel Information im Glas. Das ist wuchtig. Ein erstes Gewächs, wie es im Bilderbuch steht. Das schön auch immer bei Philipp Kuhn, finde ich, diese Saftigkeit im Glas. Und du hast immer richtig viel Wein im Glas. Das ist immer ordentlich, ordentlich Information. Wahnsinn. Also sind nicht so Weine, die sich einem erst im zweiten oder dritten Schluck erschließen, sondern das ist immer direkt spürbar. Deswegen ist das, also das sind für mich auch Weine, die, da braucht man nicht eine hochintellektuelle Denkerpose einnehmen beim Trinken, sondern das ist einfach direkt da. Da klar, ne, der ist ja jetzt auch schon ein bisschen älter, wenn die Weine jetzt also frisch abgefüllt sind, also auch jetzt beim 19er Jahrgang, die brauchen definitiv dann, also auch bevor man die verkostet, noch ein bisschen Luft. Weil die haben auch noch eine Entwicklungsphase im Keller zu machen. Deswegen ist es auch schön, wenn man Zugriff auf ein paar ältere Jahrgänge hat, gerade von Philipp Kuhn. Das können ganz großartige Erlebnisse sein. Also nicht nur feinherbe und restsüße Weine können wunderbar reifen, nein, wunderbar auch die trockenen Weine. Begeistert mich schon sehr lange Philipp Kuhn, habe auch mit seinen Weinen. Insbesondere einer von diesen ganz großen Erlebnissen war 2010er. Laumersheimer Kirschgarten, den haben wir ziemlich genau vor einem Jahr aufgezogen. Das war ein unglaubliches Erlebnis. Also kandierte Früchte, wahnsinnige Länge. Ja, und deswegen auch jetzt dieses Jahr, merkt euch, der Riesling Champion 2020, auch die Weine haben noch eine großartige Karriere vor sich. Also nicht verpassen, davon ein paar im Keller zu legen. Die kann man auch jetzt schon trinken, aber ich würde trotzdem empfehlen, vielleicht noch ein paar Jahre zu warten oder ein Jahr mindestens noch zu warten, bis der Wein sich voll entfaltet und entwickelt hat und stattdessen lieber den 2018er Saumwein, den gibt er nämlich auch bei mir. Ja, also in dem Sinne, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt mir. Ich beantworte die natürlich selbstverständlich sehr gerne oder wenn ihr Weine haben wollt oder vielleicht auch irgendeinen anderen Wein verkostet haben wollt, dann könnt ihr mir gerne schreiben, dann mache ich das. Oder auch andere Fragen, vielleicht zur Vinifikation oder zu Weinaromen oder so. Auch da könnte ich hier in den Kommentaren gerne auch Antworten geben. Alles klar, dann vielen Dank. Danke für eure Aufmerksamkeit und bis bald.